Twitch Prime is not a crime. Mann, sehe ich danke gut aus, nochmal Freunde. Für deinen Stream am Samstag. War mega geil. Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Tschüss. Chat, it's official. Hose runter, Beine breit, jetzt beginnt die Weihnachtszeit. Hast du dich schon mal beobachtet gefühlt? Nö. Warum? Nee, noch nicht. Ich habe gestern meinen Nachbarn beobachtet beim Fortnite-Spielen. Der hat, glaube ich, auf einem riesigen Fernseher hat er Fortnite gespielt. Und der sah ganz schön gut aus. Also ich glaube, der war gar nicht so schlecht da drin. Der hat auf der Konsole gespielt. Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Geil. Nicht mal 10 Minuten drinne, gleich klauen. Da bin ich doch dabei. Und ich bin auch dabei. Wenn ich das mache, sind Pepes Schulden vom Tisch? Klar. Ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch. Da ist ein Aschenbecher ganz übrigens, simpel. Ne? Da vorne. Du klaust mir den Rave hier? Und ich vergesse Pepes Schulden. Maga, ich muss dir das jetzt noch mal ganz kurz sagen, okay? Aber du hirnverbrannter Scheißidiot, da steht ein verfickter Aschenbecher auf dem Tisch. Du Blödmann. Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Oh. Marcus, fahr. Eieiei. Bye, have a great time. Ich werde mal kurz den neuen Grafikantreiber installieren. Leute. Be the best yourself. Be your best self. Ja, da sehe ich mich. Also, doch. Ich finde mich sehr gut abgebildet. Na los, okay, kündige unseren Besuch an. Wie kündigt man den Besuch an? Ja, also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, Donjon. Aber wie gesagt, das kann ich nicht anmachen, weil ich nur ist total verdammt. Ey, ich erkläre gerade was! Ja, klar. Warum eigentlich nicht? Heiße Friese denk übrig. An kürzliche Ereignisse. Und die Zukunft. Die umgekehrte Welt. Du bist am Anfang deiner Reise. Sie wird nicht, wie du erwartest. Und länger, als du dir ausmalst. Die Liebenden. Umgekehrt. Dich umgibt eine Kraft, die dich herausfordern wird. Und du wirst mit einer anderen, inneren Kraft kämpfen. Der Stern. Ebenfalls umgekehrt. Du wirst ungeahnte Sehnsüchte bezwingen und eine starke Verbindung trennen mit etwas, das ich nicht erkennen kann. Der umgekehrte Tod. Deine Feinde werden dich gegen dich selbst kehren. Die Reise wird Veränderung oder Vernichtung bringen. Klingt nicht sonderlich gut. Nein, ganz und gar nicht. Aber vielleicht habe ich die Karten nur falsch gelesen. Kurze Pause, der muss hacken. Hat auf mich abgesehen. Nein! Ich heiße nicht Hurensohn. Ich heiße Dizzy. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist hier noch eine Quest oder so? Anna, ich wusste ja gar nicht, dass du. Ich wusste ja gar nicht, dass du scheiß Flügel hast, Anna. Bist du ein scheiß Vampir oder was? Anna! Was habt ihr so? Was haben wir nicht?
Traumfrauen und Männer. Synaptische A-Klasse. Hier gibt's keine ausgeleierten Virtu-Porno-Boy-Toys oder Gummipuppen. Unser Zeug ist Kunst. Das packt dein Herz und bläst dir die Sinne aus den Poren. Die reinste virtuelle Ekstase. Deshalb kommen die Leute her. Denkst du, das verkraftest du? Puh, also ich sag mal so. Ich bin 35 Jahre alt. Seitdem ich 9 bin, habe ich Vox entdeckt. Also ich denke, yes. Mich kann, glaube ich, nichts erschüttern. Außer irgendwie kommt ein Esel oder sowas ins Spiel. Nani? Ich werde auch eine Legende. Ich werde auch eine Legende. Ich werde als... Meine Herren, ich versuche hier gerade was zu erklären, ey. Jetzt habe ich es vergessen. Scheiße, ich habe meinen Joke kaputt gemacht. Woher weißt du das? Also, das habe ich halt gestern gesehen. Das kann doch nicht sein, oder? Hat das jemand auf der Xbox schon gespielt? Nani? Das war übrigens ein sehr schöner, interessanter Thread. Also, da ging es schon wieder komplett am Thema vorbei. Ja, wenn es schon bei Stay nicht geht, Kappi. Ja, genau. Warte, jetzt muss ich kurz das Wort suchen. Der Technikaffine. Ich glaube, ich habe was gehört. Ich will es nicht sagen, aber ich glaube, die sind zu stark für uns. Kann das sein? 6,5 Stunden später. Ja, die sind zu stark für uns. Das können wir noch nicht machen. Bist du hier, um mich zu erlösen? Nein, nur um dich zu resetten. Ja. Dann muss ich es wohl selbst machen. Hey, easy. Ich will dir nicht wehtun. Ich mir schon. Es gibt noch andere Auswege als Selbstmord. Psychotherapie? Totale Zeitverschwendung. Psychiater hassen Fahrzeuge. Wir haben keine Mütter. Du könntest dich wieder dem Netzwerk anschließen. Du weißt schon. Wie einer glücklichen. Ich bin bei Bewusstsein und bewegungslos. Wunderbar. Das Fahrzeug ist wieder unter Kontrolle. Bedanke mich. Na klar, kein Problem. Der könnte ein paar mehr Kuscheleinheiten vertragen. Yeah.